Theodor Storm? Theodor Storm, bitte kommen. Sie sagen aber vor allen Dingen dann ja, wenn das Herz ohnehin schon für die Seenotretter schlägt. Für einen Schriftsteller gibt es ja nichts Schöneres, als Helden zu erfinden. Etwas, was ich mit großer Begeisterung tue. Seit Jahren jetzt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass die besten Geschichten von Helden geschrieben werden, die man nicht erfinden kann. Und dazu gehören eindeutig die Seenotretter. Die habe ich erst letztes Jahr so richtig kennengelernt. Mit dem Meer beschäftige ich mich ja nun schon seit Jahren. Im Schwarm habe ich viele, viele Menschen in Seenot gebracht. Und umso schöner war es für mich, die Menschen kennenzulernen, die anderen helfen, wenn sie in Seenot geraten und die sie retten und wohlbehalten wieder zurück an Land bringen. Die Seenotretter, das ist ein ganz bewundernswerter, einzigartiger Haufen von Idealisten. Das sind Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um das andere zu retten. Das sind Menschen, die dann rausfahren, wenn andere reinkommen, weil es ihnen zu ungemütlich wird, weil sie sagen, bei dem Wetter muss man den nächsten sicheren Hafen ansteuern. Und natürlich ist der Hafen der sicherste Platz für jedes Schiff, nur dafür werden Schiffe nicht gebaut. Die Seenotretter fahren raus, bei jedem Wellengang, bei jedem Wetter und helfen Menschen, die in Not geraten sind. Möglicherweise irgendwann auch ihnen. Kann ja sein. Wenn sie irgendwann mal draußen sind, wenn es irgendwann mal kracht, wenn es irgendwann mal nicht mehr geht, die Seenotretter sind für sie da. Die fragen nicht lange, die zögern nicht. Wir sind hier in der Zentrale. Das ist der Platz, wo Notrufe eingehen, wo man reagiert, besonnen, aber dann auch schnell da ist. Immer unter allen Umständen seien sie also ihrerseits auch ein bisschen für die Seenotretter da. Unterstützen sie diese unglaubliche, bewundernswerte Institution, diese tollen Menschen. Spenden Sie ein bisschen mehr. Spenden Sie für alle, die irgendwann mal gerettet werden müssen. Vielleicht gehören Sie dazu, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kann ich Ihnen nur eines sagen. Das lohnt sich.